Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatoris, zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen nochmal eine Runde Rome Total War, den Klassiker schlechthin bei Strategiespielen für mich. Und ich habe ja schon fast alle Fraktionen durchgespielt. Wir wagen uns heute an eine der wenigen verbliebenen. Werde ich gleich noch was zu sagen. Zuallererst, ich werde immer zwei Dinge sehr häufig gefragt. Die will ich auch ganz zu Anfang dieses Videos schon mal erklären. Das erste ist, bei den Grafikeinstellungen, wählt doch mal die Einheitenzahl riesig aus. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, Günner, warum hast denn du mehr Einheiten als ich, wenn ich hier spiele? Also, daran liegt's. Ja? Bitte beachten, dieses Maximal, was hier drunter steht, ist nicht die Einheitenzahl, sondern das ist das Einheitendetail, das da irgendwie so ein bisschen durchblitzt. Okay, das ist das eine. Und das andere ist, wir werden eine Einzelspieler-imperiale Kampagne, erstmal eine kurze Kampagne und auf sehr schwer spielen. Wir spielen die Bruti, die sind noch übrig. Und nach den Bruti gibt es nur noch den Senat und Britannien. Das wird eine interessante Sache mal werden, denke ich. Und hier werde ich auch immer gefragt, Günner, wie kannst du alle Siedlungen verwalten? Setz da ein Häkchen bitte, weil ansonsten könnt ihr nur Siedlungen verwalten, in denen ihr einen Statthalter drin habt. Das ist immer ein bisschen unbefriedigend, sage ich mal, weil man dann die Steuern bei vielen Städten nicht anpassen kann und nicht andere Sachen auch nicht so genau bestimmen kann. Also macht das bitte. Dann, aus irgendeinem Grund ist die Musik sehr, sehr leise oder gerade weg, aber das ist ja so ein bisschen random in dem Spiel. Ja, also ich mache Let's Plays zu historischen, insbesondere historischen Strategiespielen und rede mal viel über Geschichte. Ich bin auch Historiker von Hause aus. Zu Rome, Total War, habe ich fast alle Fraktionen auf sehr hohen Schwierigkeitsgraden gespielt und es hat mir großen Spaß gemacht. Und heute machen wir die Bruti und zu denen kann man auch ganz viel sagen. Lucius Junius Brutus, da soll ja der legendäre Gründungsvater Roms gewesen sein und da kann man ganz viel über die Geschichte erzählen. Im ersten Teil meist nur nicht ganz so ausschweifend wie sonst, meistens immer am Ende des Videos so ein 10-minütiges Kurzreferat. Heute vielleicht ein bisschen kürzer, ist der erste Teil, aber keine Sorge, es gibt auch ein paar Infos. Lesen wir da erstmal noch die Fraktionsbeschreibung durch und dann starten wir in die Kampagne. Also, die Gründungsgeschichte Roms ist eine Legende. So erzählt man sich zum Beispiel, dass die Römer ihre Herkunft bis Aeneas zurückverfolgen können, dem Helden, der aus Troja entkam. Die Gründungsgeschichte Roms beinhaltet auch Gewalt und Blutvergießen. Wenn man sie richtig betrachtet, erkennt man den Großteil der weiteren römischen Geschichte als Fortsetzung dieser aggressiven Anfänge. Das ist natürlich eine kleine Anmerkung von mir, wenn man sie so betrachtet, wie die Römer wollten, dass man sie betrachtet. Ne? Weil das meiste, was wir über die Römer wissen, wissen wir von den Römern selbst. Und die schreiben natürlich entsprechend. Seit damals haben die Römer großartige Traditionen der Kriegskunst und bedeutender, teilweise tödlicher Politik beibehalten. Die Bruti kennen sich in der römischen Politik aus, sie haben eng mit der Gründung der römischen Republik zu tun, denn seit Jahrhunderten befinden sie sich im Herzen der Republik und sogar der Vater der Republik gehört zu ihrem Geschlecht. Lucius Junius Brutus gab sich als Schwachkopf aus, um nicht von Lucius Tarquinius Superbus, dem letzten König von Rom, also dieser etruskischen Königsdynastie der Tarquinii, ne, getötet zu werden. Es gelang ihm anschließend, mit seinem Volk den verhassten König nach der Entehrung der Lucretia zu vertreiben. Das erkläre ich vielleicht am Ende der Folge nochmal, was das genauer war. Er mimte nicht lange den Schwachsinnigen, sondern wurde nun zu einem der ersten Prätoren, ein Regierungsamt der Patrizier, das noch vor dem des Konsuls eingeführt wurde. Lucius Junius Brutus ließ sogar seine eigenen Söhne hinrichten, als diese planten, das Geschlecht des Tarquinius wieder an die Macht zu bringen. Er zog seine Politik bis zum bitteren Ende durch. Ihre Zugehörigkeit zu den Patriziern unterscheidet die Bruti von den anderen römischen Fraktionen. Sie zählen zu den alten Familien Roms, die durch Blut, Heirat oder Adoption mit den Gründern verwandt sind. Scrollen wir runter. Die sind die Leute, die von jeher eine wichtige Rolle innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie spielten und die schon allein deswegen erwarteten, Autorität zu bekommen. Daher unterliegt ihnen nun Süditalien. Die Bruti hätten jedoch kein Anrecht auf Macht, wenn sie nicht die politischen und militärischen Fähigkeiten besäßen, die Rom erfordert. Doch nun, da Rom von innen und außen bedroht wird, könnte sich die Gelegenheit ergeben, sich ein für allemal die ultimative Macht zu sichern und zu den neuen Imperatoren einer römischen Republik zu werden, die sich bis an die Grenzen der bekannten Welt erstreckt. Und damit starten wir durch. Wir Bruti sind die einzig wahren Römer. Wir haben Rom beschützt, haben die Könige vertrieben, haben die Republik erschaffen. Unsere Familie verdient Respekt dafür.
Respekt und Gehorsam. Wir wissen, was das Richtige für Rom ist. Neue Länder, Freiraum zum Leben, Gebiete, Sklaven. Ich weiß, was getan werden muss. Die Griechen, die sehen hochnäsig auf uns Römer herab und sie verachten uns. Ich werde ihnen einen Grund dafür geben, wenn ich sie vernichtet habe. Römischer Stahl ist die Antwort. Römischer Stahl in der Faust der Bruti. Und die anderen großen römischen Familien, die Scipionen. Abschau. Sie haben keinen Respekt, weder vor der römischen Lebensart noch vor uns. Die Julier prostituieren sich selbst, als wenn es ihnen um das Volk ginge. Ha! Wir Bruti müssen Rom anführen. Tja, wenn das mal nicht eine klare Ansage ist, dann weiß ich es auch nicht. Hier werden tatsächlich auch ein paar wichtige Aspekte angesprochen, ne? Wie zum Beispiel eben die Funktion der Brutii und die Aufgabe von Lucius Junius Brutus. Tatsächlich, interessanterweise, als Cäsar ermordet wurde, stand auf dem Kapitol zu lesen, du bist kein Brutus. Womit übrigens der Adoptiv-Brutus, ne, also der Brutus, der an der Ermordung Cäsars beteiligt war, gemeint war. Und das war eine ironische Anspielung natürlich auf seine Rolle bei der Ermordung, ne? Dass er eben die Republik eigentlich verraten hätte und deswegen kein Brutus mehr sei. Okay, ich glaube, wir fangen tatsächlich mit Apollonia an. Das ist ja unsere Mission, wir sollen die Siedlung einnehmen, das ist relativ leicht. Wir werden erstmal, das ist so mein Standardvorgehen, erstmal ein paar Bauern bauen. Denn die Bauern sind eine gute Garnisonseinheit, sie sind zahlreich und das ist alles, was man für eine Garnison braucht. Da zählen nur Zahlen und nämlich nicht die Qualität der Einheiten und dann können wir hier vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Steuersatz hochgehen. Wir müssen mal gleich gucken, ich muss die Einheiten hier noch ein bisschen bewegen. Ich brauche noch ein paar Truppen mehr. Es gibt hier unterschiedliche Vorgehensweisen, die man wählen kann. Also die erste, die ich jetzt mal wählen würde, wäre tatsächlich natürlich Apollonia. Und da wählen wir ein Schiffchen aus. Und da segeln wir ein bisschen hier hoch. Denn wir wollen die Bewegungsreichweite unserer Armee hier, die wollen wir ein bisschen schonen. Ich glaube, ich kriege hier nur samnitische Söldner, ne? Ja, okay, nee, die brauche ich nicht. Wir brauchen am Anfang tatsächlich auch mal gar nicht so eine riesige Armee. So, dann fährst du hier hin und setzt mir den mal hier ab und du kannst direkt schon mal Apollonia belagern. Das ist mal die erste Maßnahme. Dann haben wir ja hier unten die Griechen, um die müssen wir uns auch kümmern. Schöne Konstellation für uns. Diese griechische Armee hier unten, da zeigst du mir nochmal in Syrakus, die ist tatsächlich relativ gut zu, die ist relativ gut zu schlagen, aber halt eher auf dem Feld und nicht unbedingt in der Stadt selbst. Die Frage ist halt immer, was, wo wollen wir noch hin? Also Karalis können wir vergessen, da sind die Julier sind so schnell da drüben, da haben wir gar keine Chance, ne? Wir wollen tatsächlich nach Griechenland, denn da gibt es die fette Kohle zu holen. Ne? Wir wollen natürlich auch Athen und so weiter halt haben. Und wir wollen eigentlich hier die Balkanregion, die wollen wir gar nicht unbedingt haben. Denn diese Region hier, die sind wirtschaftlich nicht lukrativ. Wir wollen eigentlich irgendwo hin, wo wir schnell viel Geld machen. Und da sind die griechischen Städte halt einfach optimal, ne? Weil die tatsächlich sehr reich sind. Da kann man viele Häfen bauen. Häfen sind wichtig, um das Einkommen der Fraktion weiter auszubauen und ja, zu sichern. Kannst du mir übrigens mal gerade sagen, wenn du hier rüber fährst. Ne, warte mal, wir machen es ein bisschen anders. Ja, du müsstest mir den Spion mal bitte mit nach Griechenland, den setzen wir noch über. Fahr mal hier hin. Ja, und dann sammelst du mir mal hier bitte den Spion ein. Halte ein Auge auf die Truppe. Und den setzen wir mal bitte hier ab. Gehe an Land. Ja, damit der Spion Meister hier unten lang kann. Wir brauchen diese Schiffe tatsächlich erstmal nur am Anfang, um unsere Truppen alle darüber zu karren.
Denn in den ersten Runden müssen wir noch keine Piraten oder so fürchten. Diese Piraten werden erst später zu einer akuten Bedrohung für uns. Wenn ich hier hinfahre, dann verliere ich ungefähr die Hälfte meiner Bewegungsreichweite, ne? Das ist leider so. Aber wir wollen gerne mit dieser Armee hier raus. Und wir wollen gerne mit dieser Armee hier raus. Das führt leider unweigerlich dazu, dass wir am Anfang ein bisschen weniger Geld einnehmen, aber es ist schon okay. Und dann wollen wir auch hier rüber. Momentan geht es nicht weiter. Und unser Diplomat. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Der braucht hier oben eigentlich nichts großartig zu machen, ne? Ne, ist okay. Lass mal einen Sinn. Lauf mal hier hoch zu den. Euer Ehren. Lauf mal hier hoch zu denen. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie entwickelt sich die öffentliche Ordnung. 50% und 40% ist, glaube ich, okay. Das macht kein, also das macht nicht viel aus, wenn wir keine Revolte bekommen, weil wir kriegen gleich am Ende der Runde kriegen wir die Einheiten hier rein und dann wird sich die öffentliche Ordnung sofort wieder verbessern. Wir könnten diese Städte jetzt auch noch ein bisschen ausbauen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Ein zweiter Diplomat ist ganz nützlich. Ich finde tatsächlich noch nützlicher werden noch mehr Spione, die kriegen wir aber noch nicht. Den Diplomaten bauen wir auch erst nachher. Man kann ja immer nur eine Einheit pro Runde rekrutieren. Wir bauen stattdessen auf jeden Fall mal den Händler. Und wir bauen hier einen Hafen. Der Händler erzeugt ein bisschen mehr Bevölkerungswachstum. Der Hafen bringt uns nochmal ein bisschen mehr. Der bringt uns noch ein bisschen mehr Einkommen. Wie gesagt, die Option wäre ansonsten noch gewesen, von Kroton aus weiter runter nach Syrakus. Das holen sich die Skipionen. Ist okay. Das, das ist halt leider so. Da können wir gar nicht viel gegen machen. Die sind in der Regel da auch so schnell. Da machen wir gar nicht mehr viel. Hier bekommt man eigentlich ganz gute Söldner. Eine Einheit Hopliten und eine Einheit Plänkler. Die kosten mich aber erstmal zu viel Geld. Deswegen hole ich mir die noch nicht. Wir greifen stattdessen jetzt mal Apollonia an. Wir können übrigens sehen, was es für Truppen sind. Der hat zweimal Plänkler dabei und eine Einheit Miliz Hopliten. Wir müssen hier, ich werde versuchen, viel mit dem General zu machen. Der General ist eine sehr starke Einheit und kann die Plänkler in der Regel sehr leicht aufreiben. Wir wollen unsere anderen Truppen schonen, die brauchen wir nämlich gegen die Griechen. Fürchtet nicht diese aufständischen Sklaven. Es sind nur Sklaven, die so leicht sterben wie Vieh. Bald werden einige von uns tot sein. Die anderen werden auf sie anstoßen. Doch wie immer werden wir Römer mit Ehre kämpfen. Ja, das ist so schön. Okay. Ich mag diese Ansprachen von den Generälen. Das ist einfach so was richtig Cooles. Ich meine, die Plänkler starten hier vorne, ne? Ich habe jetzt die Kameraeinschränkung nicht drin. Man kann damit spielen. Das macht das Spiel in meinen Augen jetzt aber nicht wirklich schwieriger. Ich habe das auch schon ein paar Mal in Let's Plays gemacht. Also insofern erstmal alles easy. Unsere Einheiten wollen automatisches Feuern aktivieren. Die brauchen wir aber eigentlich erst gegen feindliche Infanterie. Und unsere Equites, die stellen wir mal hier auf. Unsere leichte Kavallerie. Ach nee, guck mal da. Die Einplänkler starten da hinten. Er läuft auch direkt in die Stadt rein. Da können wir ihn natürlich nicht so gut angreifen. Ich denke, wenn wir... Magst du den bitte mal angreifen gerade? Was ist das denn? Warum sind die in die Stadt reingelaufen? Lauf mal ganz schnell raus hier, weil der kann ja auf die schießen, Junge. Hallo? Ist auch interessant. Habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen hier in dem Spiel. Okay, also das funktioniert schon mal nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. Das liegt aber an der... Moment, wo hab ich mir das Rennen draufgelegt? Hier, okay. Das liegt aber an der großen Einheitenzahl. Da kommt das Spiel nicht so gut mit klar.
dann lassen wir ein bisschen schneller. Ah ja, guck mal, da kommt er doch. Das ist doch ganz gut. Mit der Leertaste könnt ihr euch übrigens anzeigen lassen, wo die Einheiten hinlaufen. Mit dem Doppelklick auf die Einheit seht ihr sehr gut, oder seht ihr sehr schnell, wo eure Einheit ist. Also wenn ihr dann noch die Pfeiltasten dazu bewegt, dann springt ihr sofort zu dieser Einheit hin und habt immer eine ganz schöne Justierung der Sicht da drauf. Das ist sehr praktisch. Also den Charger frontal. In der Regel haben die Plänkler da keinerlei Chance gegen. Auch wenn der jetzt nochmal ein bisschen ballert. Aber ja, unsere Generalseinheit, die wird sich auch gleich nach dieser Schlacht wieder auffüllen. Ihr seht, der ist schon auf 66 Mann runter. Der hat schon 100 Mann alleine nur durch den Charge verloren. Wir passen aber auf, weil er kommt ja mit seinem... Er kommt ja mit seinen Infanteristen da relativ nah an uns ran. Wir stellen uns hier nochmal hier vorne hin und locken ihn nochmal so ein bisschen raus. Die Filetes, die stellen wir mal hier hin. Ja, solange er so hinter uns herläuft, ist er ganz okay. Wir sollten jetzt aufhören, ihm den Rücken zuzukehren. Stattdessen sollten wir hier vielleicht nochmal ein bisschen Druck aufbauen. Nochmal hier mit einem Kavallerieschlag in den Rücken drohen. Wir blasen übrigens mal hier in unsere Tröte. Das sorgt dafür... So, du musst jetzt hier schnell rein. Komm. Okay, dann kommen wir zurück. Ja, dann gebe ich nur 38 Mann hier. Das ist viel, wie ich finde. Schieß bitte auf ihn. So, und jetzt raus da. Kommt mal flott, Kinder. So, die hier schießen wir ganz gut weg. Das ist doch super. Ja, seine Infanterie ist langsam, ne? Das ist halt die römische Infanterie ist halt deutlich schneller, ne? Und das ist halt unser Vorteil, den nutzen wir jetzt aus. Mit der Shift-Taste könnt ihr so Befehlsketten setzen, dann laufen die Einheiten eine bestimmte Marschroute. Ich schieß nochmal, der dreht sich ja gerade um. Also halt in den Rücken der Phalanx zu ballern, ist auf jeden Fall verheerend. Da sind sogar dann unsere billigen Filetes tödlich. Ne? Ihr seht es hier, sind direkt schon auf 74 Mann runter. Gibt es jetzt nochmal einen Beschuss hinterher, dann sind es nur noch 60. Das ist fast nichts mehr. Das können wir theoretisch jetzt alleine mit der Kavallerie schon lösen. Aber wir wollen uns ja auch nicht unbedingt sofort hier stellen lassen. Vor dem Hintergrund laufen wir jetzt mit den Hastati hier rein. Jeder. Okay. Pass auf. Nimm das Ding doch einfach mal ein.
Also es geht mir einfach nur darum, hier die Verluste zu minimieren, ne? Wenn wir nicht kämpfen müssen, dann machen wir das auch nicht. Kann man jetzt ein bisschen lame finden. Also ansonsten würde ich den einfach ein bisschen weglocken und dann mit der Kavallerie einmal in den Rücken reinbrettern und dann ist der Typ halt down, ne? Also das gewinnen wir über die Moral. Sobald alle Einheiten des Gegners flüchten, gewinnt man die Schlacht auch, ne? Und das wäre es halt hier. Wir müssen diese Einheit, und die hat eine schwache Moral, die müssten wir nur in die Flucht schlagen. Das könnte durch einen Kavallerieschlag von hinten passieren, ne? Also Schlacht beenden. Rom verlangt von Feldherren Siege. Und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Ja. Sauber, ne? Oder? Ich meine, 13 Mann verloren. Einer war Kollateralschaden offenbar. Das kann passiert sein, als die Felites in die Phalanx reingeballert haben. Hier gehen wir nur hin und besetzen das Ding. Denn tatsächlich wollen wir hier, erstens wollen wir uns gar nicht hier großartig lange aufhalten, zweitens ist hier so wenig Bevölkerung drin. Das ist eine Stadt, die wird auf Dauer für uns nicht lukrativ sein. Stattdessen könnten wir sogar hier direkt wieder aufs Schiff gehen und das sollten wir auch machen, glaube ich. Ich glaube allerdings, andererseits, 110 ist die öffentliche Ordnung. Jetzt haben wir nochmal gerade die Modifikatoren, bitte. Bitte nicht die Gebäudekartei, sondern die Siedlungsdetails. Hier könnt ihr übrigens auch, ne, merkt euch, automatische Verwaltung, da wollt ihr kein Häkchen drin haben, ne? Dann könnt ihr die Siedlungen selbst verwalten, ne? Das ist ganz wichtig. Also wir kriegen 30% Aufruhr und 50% durch Kulturstrafe. Das heißt also, wir sind bei minus 80 oder so, wenn ich das richtig verstehe, oder was? 30 durch den Steuerbonus. Die Garnison bringt 60, die ziehen wir also ab, dann sind wir bei 50 Punkten. Das heißt, dann würde die Siedlung revoltieren, wenn wir die Garnison abziehen. Dann lassen wir die Felites mal drin. Und wir bekommen eine Prämie von 5000 Denaren. Das ist nochmal was, was ich sehen lassen kann, ne? Eine Sache können wir vielleicht noch tun. Wir können mit dir nochmal hier hingehen. Und die Söldner mitnehmen. Flotte bereit! Imperator. Das gilt für dich übrigens auch. Dann haben wir noch eine zusätzliche Einheit. Weil wir gerade so viel Kohle gekriegt haben, würde ich sagen, ist das gar nicht so doof. Komm, nimm mal hier die Samniten noch mit. Da gibt es einen Söldnerhauptmann fürs, meinst du nicht ernst, ne? Witzig, okay, cool. Ja, gibt einen zusätzlichen Kommandopunkt, macht die Söldner billiger, ist auf jeden Fall gut. Und hier, du, da, komm mal her. Karl-Heinz, was ist er da? Der Amulius Brutus. Du gehst mal gerade hier rüber. Ja, komm, nimmst die Söldner-Peltasten mit. Und jetzt mach, du kriegst auch einen Söldnerhauptmann, ne? Das ist super. Pass auf, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Ich stelle die Söldner-Pell-Tasten hier rein. Oder warte, zeig mir die nochmal ganz kurz. Fernkampfangriff 7. Defensivwert gesamt 10. Fernkampfangriff 7. Defensive insgesamt 7. Das ist natürlich wenig, ne? Irgendwann wollen wir die auch mal loswerden, die Felites. Die Frage ist halt, nehmen wir die mit? Für 170, die wir nicht fortbilden können, oder nehmen wir die mit für 165, die wir fortbilden können? Die haben halt schon bereits einen Erfahrungsbonus von einem Punkt. Das heißt, sie sind also besser in den Grundwerten. Ne? Beherrschen Tunnelbau und so, das können die auch alles. Ne? Komm, wir machen das folgendermaßen. Also die Felites werde ich wahrscheinlich auflösen, sobald ich meine Bogenschützen habe. Ne? Oder sobald ich eine vergleichbare Einheit habe. Ja, das war erstmal unsere erste Runde. Die ist reichlich unspektakulär, ne? Ja. Folge vergrößert sich hatten wir ja schon. Nur, falls ihr es noch nicht wusstet, sage ich auch nochmal ganz schnell, das ist immer so eine Sache, diese Gefolge hier, die kann man übertragen, ne? Seht ihr das? Also wenn hier jetzt noch ein zweiter General drin wäre, dann könnte ich das nehmen und so auf den zweiten General ziehen. Sollte man wissen und immer machen, bevor die Leute
sterben. Also wenn der General so 70 ist, spätestens dann sollte man anfangs Gefolge auf einen anderen zu übertragen. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Okay, ich glaube, ansonsten erstmal gibt es nicht so viel Wichtiges zu sagen, ne? Wir rollen hier über die Griechen drüber und dann haben wir einen super Powerhouse und können hier ganz befreit aufspielen. Ja, jetzt könnten wir hier schon eine Hochzeit machen. Die Frage ist, brauchen wir einen General? Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir die Generäle am Anfang sehr dringend und sehr gut gebrauchen können. Man sollte allerdings auch nie zu viele haben, denn das ist immer so ein bisschen, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man zu viele Generäle hat. Weil der 16 ist, ist okay, komm, der wird, aus dem wird noch was. Also wir sollen jetzt Thermon besetzen, das ist hier drüben, alles klar. Ist relativ leicht, das bekommen wir hin, das ist kein Problem. Du läufst aber noch nicht nach Thermon rein, sondern du stellst dich erstmal nur nebendran. Denn den Spion, den brauchen wir hier unten ganz, ganz dringend. Wir wollen eigentlich hier Korinth und Larissa, das wollen wir eigentlich haben. Ne? Wir wollen hier das Reich von Alexander dem Großen beerben. So, ne? Und jetzt ist es halt eben sehr gut, ihr seht es schon, ne? Unsere Armee, die wir hier haben, das ist schon eine ganz brauchbare Truppe. Und die ist bereits in der Lage, Thermon anzugreifen. Wohingegen ja auch diese Truppe hier, das keine schlechte Armee, auch die ist bereits in der Lage, hier die Griechen zu stellen. Der hat viele Plänkler dabei, das ist eine Armee, auf die trifft man, also eine Armeekonstellation besser gesagt, auf die trifft man im Early Game sehr, sehr früh. Viele Plänkler und viele Milizeinheiten und die kann man relativ leicht aufrollen. Also die machen es einem jetzt nicht so schwer. Du wirst übrigens hier vorne mal im Hafen warten. Ich möchte nämlich hier natürlich bei der Bewegungsreichweite meiner Flotte, da möchte ich natürlich gerne aus dem Vollen schöpfen und möchte nicht irgendwie da großartig eingeschränkt sein. Es ist jetzt nicht so riskant hier für einen 100er, also 100% Erfolgschance mal Thermon zu infiltrieren, also tun wir das. Wir sehen, da ist nur ein General drin, das ist doch eine lösbare Aufgabe. Und ich würde auch vorschlagen, wir segeln mal erstmal hier unten an die Küste. Und dann sagst du mir mal, ob das klappt, wenn du das angreifst. Das sieht man übrigens sehr gut, wenn man mal hier so guckt. Wenn der Pfeil vorne grün ist, dann klappt es mit dem Angriff. Also tun wir das. Schade, unser Spion war nicht in der Lage, hier die Tore zu öffnen. Aber ist okay, wir belagern den für eine Runde. Flotte bereit! Flotte bereit! Und hier, das ist eine super Armee, die wir hier haben. Da sind nämlich auch noch unsere Kavallerieeinheiten drin. Also ich glaube, die Armee alleine würde ausreichen, um das hier locker zu gewinnen. Schalte ich das mal an. Das ist echt nicht gefährlich. Flotte bereit! Der wird sich aber zurückziehen, wenn wir ihn angreifen. Wir bleiben mit dem Schiff in der Nähe. Vor den Makedonen und so hier unten und vor den Griechen in Sparta, da habe ich keine Angst. Meine Sorge gilt eigentlich erstmal nur, dass ich alle meine Armeen, die ich am Anfang habe, hier rüber nach Griechenland bringen will. Ne? Und wenn das geschehen ist, das ist jetzt der Fall, dann haben wir da eine sehr gute Aufstellung. Ich lande übrigens jetzt hier an. Warte mal, tu es mal noch nicht. Bleib mal noch da. Überleg dir das nochmal genau. Wir müssen mal gerade gucken. Die stehen sich ja momentan frontal gegenüber, ne? Ich möchte halt vermeiden, dass er mir mit den Fernkämpfern auf die Equites draufballert. Das ist eine sehr wertvolle Einheit. Und ihr seht auch, die Einheit kann sich jetzt nicht bewegen, ohne hier einen Angriffsbefehl auszuüben, ne? Also wir haben 6 Einheiten hier. Und er hat 5. Na, er wird sich wahrscheinlich jetzt schon zurückziehen. Falls das nicht macht, machen wir den ja komplett alle. Sollten wir vielleicht jetzt direkt nochmal ausprobieren, ne? Wir sind schon eine Einheit drüber. Ich denke, dass er abhauen wird. Aber gut, gucken wir mal. Ja, das ist okay. Das macht uns nur beliebter. Du baust mir bitte hier eine Mauer hin. Stellersatz, lass mal hier auf niedrig. Jetzt das große Problem, ne? 240 Mann gehen jetzt hier sofort aus der Stadt raus, ne? Ihr seht es übrigens hier bei Rekrutierung. Ich mache das mal weg. 932 und jetzt hier nochmal drin, zack, 692. Also Apollonia wird nicht so schnell wachsen. Und da kommt der Typ ins Spiel, den packe ich nämlich eine Apollonia rein. Und sobald ich mal, dann werde ich wahrscheinlich die Bevölkerung von Korinth und
Athen oder so versklaven. Und dann wird diese Stadt hier relativ schnell wachsen. Also komm, wir versuchen noch hier einen Angriff. Er stellt sich, okay. Das ist gut. Ich kämpfe die Schlachten gerne manuell aus. Nur bei Belagerung nicht unbedingt so gerne. Dort steht die griechische Armee. Sie geben eine glanzvolle Vorstellung und sind würdige Feinde. Greift zu den Schwertern. Spannt die Bögen. Nehmt euch Waffen und Rüstungen. Nun schlägt die Stunde, da der Mut der Römer unter Beweis gestellt wird. Ja, also ich schlage die Schlachten gerne manuell. Der Hintergrund bei der ganzen Sache ist halt, man verliert in der Regel weniger Einheiten. Ja, die kannst du eigentlich so aufmarschieren lassen, aber lass sie mal ruhig noch ein bisschen weiter hinten stehen. Nur bei Belagerungsschlachten, die dauern immer so lange, da habe ich das nicht so gerne. So, jetzt seht ihr übrigens mal so direkt, mein Vorhaben ist relativ straightforward. Versuche jetzt mal direkt hier mit der Kavallerie schon seine Einheiten aufzureiben. Der bläst ins Horn, das heißt, der General bleibt ein bisschen weiter hinten stehen und bekommt also keinen direkten Aufprallschaden. Ihr seht also hier auch, die Einheit flüchtet bereits. Wir müssen uns jetzt direkt um die Bogenschützen kümmern. Der kriegt jetzt noch eine Flanke von der anderen Seite. Oh, das ist nicht gut. Du rennst gerade in die Speerkämpfer rein. Übertreib's nicht, ne? Die Kreta sind halt auch die Generalseinheit. Die geben sogar, wenn die KI die hat, auch noch ganz passable Nahkämpfe ab. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe genau, hier die Angst habe ich, dass da viele Einheiten zurückkommen. Aber wir schalten erstmal die Kretas aus. Okay, die Einheit hier flüchtet schon, oder was? Hat sich wieder gesammelt. So, jetzt flüchten die Kretas. Die Götter haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Ja, wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Du positionierst dich mal bitte hier. Mach den Plänkelmodus aus. Das dann machen wir übrigens auch mal aus. So, die Einheiten hier versuchen wir jetzt komplett zu vernichten. Bitte schnapp dir noch schnell die Plänkel da hinten. Der feindliche General gut, ist tot. Okay, das ist seine schön, Männer wissen, ja, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Ich stelle ihn ein bisschen schräg auf. Gebt den Einheiten in der Regel lieber einen Bewegungsbefehl. Dann reiten sie die flüchtenden Einheiten meist effektiver nieder. Und können dann wie hier auch Einheiten, die ganz knapp davor sind, diesen Kartenrand zu überqueren, auch nochmal effektiv aufreiben. Das hier ist jetzt eine gar nicht mal so ungefährliche Situation. Der flüchtet nämlich. Das heißt, ich muss sein, um diese Einheit aufzureiben. Noch 5 Einheiten, das schaffen wir aber. Um diese Einheiten aufzureiben, muss ich mit meinem General relativ nah an ihn ran. Und im Idealfall in den Rücken chargen. Ich versuche ihn jetzt hier in die Phalanx zu nötigen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Plänkler treffen nicht mehr. Aber der Charge in den Rücken, der sollte doch jetzt hier ein Übriges tun. Du kommst auch noch dazu. Stopp! Bleib stehen. Das war nix. Genau, den Charge habt ihr eben verkackt. So, und jetzt kannst du da nochmal den Rest erledigen. Die Armee des Feindes flieht. Verfolgt und du hörst sie sofort auf. Du schießt jetzt bitte nicht mehr. Und du auch. Die killen mir sonst noch die eigenen Leute. Das will ich natürlich nicht. 99 Mann übrig behalten ist okay. Aber wir brauchen wirklich jede Kavallerieeinheit hier, die wir kriegen können. Ne?
Kavallerieeinheiten sind unschätzbar wertvoll und ich weiß auch, was du vorhast. Du lässt dich einer jetzt in die Nähe hier von meinen Pieler bewährten Truppen flüchten, damit die sich nachher nochmal schön gegenseitig killen, ne? Ja, das ist irgendeine Einheit, die so ein bisschen rumbackt, glaube ich. Okay, gut. Ja, ihr seht's, ne? Die muss irgendwo... Was ist der? Der muss irgendwo hier draufgesetzt sein. Aber ist egal. Ganz rum. Ja, haben wir doch gut gemacht, oder? Schön, ne? Feindarmee vertrieben, oder was? Wird nicht immer angezeigt, aber ich glaube, das ist hier tatsächlich jetzt der Fall. Lass mich mal kurz überlegen. Wir sehen, hier hat er keine Fernkämpfer drin. Die Makedonen starten in der ersten Runde mit einer relativ großen Kavalleriearmee halt. Wir bräuchten jetzt zwei Runden, um hier anzugreifen. Wir sind relativ flott wieder auf dem Schiff drauf. Das machen wir dann, glaube ich, aber echt im nächsten Teil. Wir haben 35 Minuten jetzt rum. Also ich sage nochmal ganz kurz jetzt an dieser Stelle was zu den historischen Hintergründen, um die es hier geht. Und diesmal wirklich nur etwas kurz, in den nächsten Parts dann immer etwas mehr. Kommen wir doch noch einmal auf diese Aufschrift, du bist kein Brutus, zu sprechen. Die Aufschrift, die Marcus Junius Brutus vorfand im Jahre 44, später Februar. Marcus Junius Brutus, eigentlich Prätor, also auch ein Rechtsbeamter im römischen Staat, hat auf dem Forum seine Gerichtsverhandlungen geführt oder die Rechtsfälle verhandelt und dort vielleicht auch verkündet. Und deswegen ist das natürlich eine sehr bissige Reaktion, dass gerade dort dann dieser Spruch steht. Du bist kein Brutus. Und worauf spielt das an? Es ist natürlich im Kontext der Ermordung Cäsars zu sehen. Und es spielt insbesondere auf den Gründungsvater, auf den legendären Gründungsvater an, den alle Römer kennen. Alle Römer kennen den. Diese Geschichte ist ja sehr populär. Er geht mit den Tarquinier-Söhnen zum Orakel von Delphi. Dort wird geweissagt, der Erste, der, wenn er nach Hause kommt, seine Mutter küsst, der soll über Rom herrschen. Und was macht der Brutus? In dem Moment, als er römischen Boden betritt, wirft er sich auf den Boden und küsst den Boden. Und alle wissen, also so, ne? Und das ist halt die Erfüllung des Orakels. Er küsst seine Mutter, die Stadt Rom, ne? Und deswegen wird er dann auch der erste Herrscher dieser Stadt oder der erste wichtige Amtsträger dieser Stadt. So wird es überliefert. Natürlich sprechen aus heutigen Erkenntnissen eigentlich wenig, also es gibt eigentlich keine Beweislage, die irgendwelche Rückschlüsse auf diesen Brutus zulässt, außer dieser Legende, die da eben berichtet wird. Und sie ist halt sehr legendenhaft. Tatsächlich weist nichts darauf hin, dass es diese Person wirklich jemals gegeben hat. Es sind andere Sachen, die da viel spezieller sind, aber trotzdem manifestiert sich hier ein ganz interessanter Aspekt der römischen Geschichte. Nämlich die Befreiung der Adelsherrschaft von der Diktatur oder Tyrannei eines einzelnen Individuums. Bei dem Marcus Junius Brutus ist das der Cäsar, der umgebracht wird, und Marcus Junius Brutus, wie selbstverständlich in dem Kontext seiner Wertevorstellungen, in denen er damals groß geworden ist, setzt er natürlich den römischen Adel, die römische Elite, die gesellschaftliche Elite, die Aristokratie, könnte man vielleicht sagen, setzt er gleich mit dem römischen Volk. Und indem er den Cäsar umbringt und die gesellschaftliche Elite vor dem Zugriff Cäsars rettet, in seinen Augen, rettet er auch das römische Volk. Und insofern wird der Mann gestaunt haben, ohne Ende diesen Ausdruck auf dem Forum zu finden. Der Brutus damals konnte sich überhaupt kein Bild oder gar keinen Reim darauf machen, warum die Leute ihn auf einmal so gehasst haben. Das ist insofern sehr merkwürdig, weil in der Geschichte sein Ahnherr, ne, sein Ahnenvater, ja so legendenhaft dargestellt und ausgeschmückt wurde als der Befreier des römischen Volkes, der ja auch durch die Vertreibung des Tarquinius Superbus nichts anderes gemacht hat, als den römischen Adel, das römische Patriziat vielleicht auch, vor
dem Zugriff eines einzelnen Menschen zu bewahren oder eben davon zu befreien. Die Römer haben damals noch so die Vorstellung, bis es zu dieser Königsherrschaft der Etrusker gab, in einem vielleicht eher unorganisierten Gemeinwesen ohne eine einheitliche Führung, eine einheitliche politische Führung gelebt. Man geht davon aus, dass die Römer in solchen gentilen Verbänden, also Sippschaften könnte man sagen, dieses relativ große Areal, das Siedlungsareal von Rom ist mit 850 Quadratkilometern, wir reden hier über den Einzugbereich der Polis Rom, ne? Also es ist ein relativ großes Gebiet, das von ungefähr 35.000 Menschen damals bevölkert worden sein soll, ja, das sind natürlich auch Schätzungen, ne? Die Besiedlung im Kerngebiet, die durch die römischen Familien stattfand, die hatte keine so festgefügte, monarchisch anmutende Struktur. Monarchien gibt es damals noch nicht, ne? Deswegen kann man da, also na, natürlich gibt es diesen Begriff der Monarchie, ne? Wo der eine eben herrscht. Das ist aber jetzt natürlich nicht zu verwechseln mit der Monarchie des Mittelalters, das ist ja nochmal was anderes, ne? Das ist ganz bemerkenswert eigentlich. Und irgendwas hat wohl dazu geführt, dass sich diese römischen Familien irgendwann zusammengeschlossen haben und offenbar eine von außen kommende Aristokratenfamilie, die Tarquinier, eine Etruskerfamilie, zum politischen Oberhaupt bestimmt haben. Darüber reden wir vielleicht nochmal in anderen Teilen dieses Let's Plays. Das war es jetzt erstmal so mit dieser Anspielung auf den Brutus heute. Ich freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Teil wieder dabei seid. Mein Steckenpferd ist es ja immer auch so ein bisschen, diese Legenden aufzudecken. Vielleicht können wir uns da noch so ein bisschen mit beschäftigen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch das Let's Play gefallen hat und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Part. Also bis dann. Tschüss und Pax Vobiscum, Valete.